Sherlock! Unser guter Freund Sherlock jetzt! Auf geht's! Habe ich schon mal gegen Sherlock gespielt? Nee, noch nie. Dann ist es jetzt unsere erste Begegnung gegen IM Sherlock aus Griechenland. Aus dem schönen Griechenland. So, Brett stimmt, Zeit stimmt, wunderbar. Sizilianisch auf dem Brett. Traum. E6. Sehr devot, würde ich sagen. E6 hier. Komm, dann machen wir den Marocci-Aufbau. Da machen wir das mal. Das kennt er wahrscheinlich wie aus dem FF hier, unser guter Freund. Ja, erstmal ein Turm nach C1. Alles easy. F3. Machen wir mal direkt B4 auf nach vorne. Und dann, vielleicht hier nicht. Nein. Ach komm, A4 gönnen wir uns auch noch. Und dann Springer B3, A5 oder so. Aber ich habe ein bisschen Sorge, dass er hier ankommt. Springer E5, Springer schlägt C4. Das könnte ein Problem sein. Ich werde mich darum kümmern, wenn es soweit ist. Okay, er macht Turm E8. Ist hier so ein typischer Plan mit Turm mit A5, A4, A5. Aber eigentlich hält man dann den Turm noch auf A1, von daher Turm C1 wäre, glaube ich, unnötig. Oh, er hat dieselbe Zahl wie ich. Ein ebenbürtiger Gegner. Ein ebenbürtiger Gegner hier. Der Sherlock. Okay, das ist jetzt. Jetzt steht mein Springer auf jeden Fall sehr gut hier. Wie geht's weiter? Dame A4. Ja, dann kommt Springer B6. Dame D4. Machen wir erstmal einen Standardzug. Dame D2. Das sollte in Ordnung sein. So, jetzt geht er auf den Bauern. Springer A4 sieht auch irgendwie sinnvoll aus. Hier, die Springer kontrollieren ein paar Felder. D5 muss ich immer drauf achten. Macht er jetzt auch direkt? Ah, weil der Bauer mit Tempo hängt, ne? Verstehe deshalb. Aber. Aber, vielleicht kann ich das verkraften mit dem Bauernverlust, weil ich dann auch immerhin einen starken Freibauern habe. So, Läufer F4. C6 kommt immer auch Läufer schlägt B4. Es ist leider lästig. Ja, wie macht man es? Wie mache ich es hier? Springer D5 kommt auch gleich. Das ist auch lästig. Ich probier mal Springer B6. Ach, der Bauer hängt doch hier. Moment, der Bauer hängt. Der Bauer hängt doch. Der hängt doch. Der Bauer auf A6, der hängt doch hier. Oh, er frisst sich durch. Er ist im Fressmodus. Eieiei, jetzt wird's aber scharf. Ich wollte jetzt auf F6 schlagen, aber ich kann einfach wieder schlagen mit dem Springer. Eieiei. Und wenn ich den schlage, dann habe ich eine Figur mehr, oder? Und einen unglaublich offenen König. Na, auf geht's. Schlage ich mit dem Turm oder mit dem König? Das sieht aber sehr gefährlich aus. Es sieht sehr gefährlich aus. Ach, Turm D8 wollte ich C6 machen, aber dann hängt wieder der Freund auf B4. Springer B6 kann ich aber machen. Also C6, Läufer schlägt B4, C7 vielleicht? Dann Läufer schlägt D2. Ne, wir machen Springer B6. Oh, wie schnell ist der denn unterwegs hier? Da hat er kaum nachgedacht bisher. Was ist denn bei dem los? Kann nicht sein Ernst sein. Ich habe eine Figur mehr. Er hat einen Bauern dafür. Also eigentlich. Naja, eigentlich, ja. Aber ich glaube, hier kann man wirklich noch nichts sagen bei dieser Stellung. Hier kann man wirklich gar nichts sagen. Aber wenn er mir noch, also wenn ich noch ein paar Züge bekomme, dann stehe ich auf jeden Fall auf Gewinn. Er muss jetzt irgendwas zeigen. Er muss jetzt auf jeden Fall irgendwas zeigen. Sonst.
ist er in Schwierigkeiten. Dame C7 kann ich C6 spielen, oder? Wahrscheinlich. Oder Läufer 4 ist auch immer eine Möglichkeit und hat dabei auch immer E5. Oder ich kann auch einfach Turm D1 machen. Das sind so, Turm D1 ist eigentlich immer der Safety-Zug, wenn mir nichts anderes einfällt. Ja, er tankt jetzt erstmal. Er tankt ordentlich. Denkt lange nach. Das finde ich gut, weil das bedeutet, er hat hier ein Problem zu lösen. Er schlägt, okay. Dame C7, Turm D1, oder? Dame F2 ist auch so eine Idee, um gegen F7 zu gehen, aber ich glaube, es funktioniert noch nicht. Dame B5, okay. Den habe ich nicht gesehen, aber Turm D1 trotzdem. Den decken. So, will er jetzt schlagen und Dame E2 spielen? Das wäre ganz schön abgefahren, wenn er das macht. Läufer F3. Und Springer F6. Will er mit dem Bauern schlagen? Läufer F3 habe ich leider nicht gesehen. Ich habe Dame D3. Und dann Dame schickt B4, Springer C6. Nein. C6. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts Besseres, aber. Okay, wir müssen mal irgendwas spielen. 18 Sekunden auf der Uhr ist ein bisschen wenig, um jetzt hier groß nachzudenken. Aber nee, das kann jetzt eigentlich nicht sein. C7 Turm C8 bringt sie, ne? Ich meine, ich bin. Nee, es kann nicht sein. Es kann leider nicht sein. Okay, Lauf schlägt B4, aber ich springe auf 6. Oh, springe auf 6, mein Freund. Den hast du eingestellt. So, und jetzt C7. Läufer schlägt A5, Läufer H6. König schlägt H6, Dame schlägt F6 Schach und sie hat Dame. Läufer H6. Er hat auch König G6. Hat er Dauerschach dann irgendwo? Ich hoffe nicht. König G6 ist wahrscheinlich schlauer. Ich kann auch Dame F3 noch spielen. Komm, spielen wir mal ganz safe Dame F3, dann ziehe ich auch Dame. So, jetzt erstmal eine Dame mehr, mein Freund. Das ist erstmal eine Dame mehr, mein lieber Sherlock. Da muss man kein Detektiv sein, um das zu sehen. Da ist der Sieg! Bam! Noch geholt hier! Noch geholt das Ding gegen Sherlock. Naja, Lauf schlägt B4 war ein dicker Bock. Wenn eine Dame schlägt B4 spielt. Ich glaube, der C-Bauer alleine wird es nicht reißen. Und hier muss er muss König G6 spielen. Dame G8 Schach, König schlägt H6, C8 Dame, dann hat er vielleicht einen Dauerschach, also kann sogar gut sein. Ich check das mal kurz mit der Engine. Was die dazu sagt. Ich weiß, es ist jetzt wieder bei euch abgeschnitten, aber ihr seht ja trotzdem, das Brett ist nur ein bisschen links und rechts abgeschnitten. So, das gewinnt der. Ja, König G6 ist Remis. König G6 ist Remis. Dame G8, König schlägt H6. Was für eine Partie! Und jetzt ist es Dauerschach, Dame B1 Schach, okay. Ja, meine Damen sind zu weit weg, um den König zu verteidigen. Was für eine Partie! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.